Mein Name ist Anton Biebel, ich bin der Kulturreferent der Landeshauptstadt München und deswegen auch zuständig für Stadtteilkulturhäuser wie die Luise. Stadtteilkultur 2021 ist zunächst das Ziel, dass die Bevölkerung das Stadtteilkulturzentrum als ihr Kulturzentrum wahrnimmt und dass wir natürlich entsprechend Programme zur Verfügung stellen, Räume zur Verfügung stellen, wo dann die Bevölkerung und die Stadtteilbevölkerung das entsprechend nutzen kann. Wir haben natürlich eine sogenannte Entwicklungsplanung über die ganze Stadt und da sehen wir dann entsprechend, wo wir Stadtteilkulturzentren ausbringen können. Wir haben insgesamt 31 Stadtteilkulturzentren und hier war schon sehr lange die Forderung sowohl von Sendling als auch von der Ludwigsvorstadt und Isarvorstadt die Forderung nach einem Stadtteilkulturzentrum. Und das Besondere an der Luise ist, dass sich dann die beiden Bezirke tatsächlich auch dieses Stadtteilkulturzentrum teilen werden. Also die Luise hat den Vorteil, neudeutsch würde ich sagen, dass sie in einem Cluster ist. Also Cluster heißt für mich, gleich um die Ecke wird das Volkstheater eröffnen. Wir haben natürlich auch die Utting, wir haben auch dann die Interimsspielstätte vom Gasteig in der Hans-Preisinger-Straße. Also hier wird die Luise ihren festen Platz haben, mit eben Veranstaltungssaal, mit Tanzsaal, mit Werkraum, dass sie dann eben auch die Vernetzung herstellt mit anderen darstellenden Künsten und vielleicht auch gegenseitig entsprechende Formate entwickeln kann, aber auch nutzen kann. Also ich wünsche der Luise zunächst einmal, dass wir wirklich eine Eröffnungsperspektive haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Energie, die ich in den Bezirken Sendling und Isarvorstadt, Ludwigsvorstadt gespürt habe, dass die sich auch sozusagen, dass die überschlägt in die Nutzung der Luise und dass die Bevölkerung die Luise genau so wahrnimmt, wie wir uns das wünschen würden. Die Bevölkerung hat es im Griff, aus der Luise das zu machen, was wir uns gerne wünschen würden.